Die Frage für mich ist, wie wollen wir in Zukunft leben? Welches Angebot können wir machen? In der Stadt fehlt mir der Raum. Eine der wichtigen Sachen ist, sich Fragen zu stellen. Was kann ich tun? Was können wir mit Klang erreichen? Gerade im urbanen Bereich zählt jeder Quadratmeter. Was ist, wenn wir diesen Raum besser nutzen? Klar, wir müssen mehr mit Architekten arbeiten. Wir bauen Fahrzeuge für zukünftige Städte. Das heißt für mich, wie integrieren wir unsere Fahrzeuge in so eine Umgebung? Autos sind oft akustische Fremdkörper im Cityscape. Wie können wir Klang komponieren, der sich als natürliche Stimme in die Städte passt? Nachhaltigkeit sollte ein selbstverständliches Thema sein für uns als Designer. Wie können wir Produkte gestalten, die langlebig sind, die Materialien wiederverwenden? Wir haben uns gefragt, wie wir das Auto neu gestalten können, neu denken können. Wir sind dazu übergegangen, das Fahrzeug nicht mehr als reines Fortbewegungsmittel zu betrachten, sondern als Extended Habitat, als Raum, den man im Stand nutzen kann. Das ist das erste Mal, dass wir bei Mini ein Auto gestalten, wo wir nicht nur von Fahren reden. Wir haben drei Momente entwickelt. Drei komplett unterschiedliche Gesichter von dem Auto. Einer davon ist Wanderlust, wo wir in diesem Fall fahren. Und dann haben wir Wipe und Chill. Da wollen wir zeigen, was das Auto kann, wenn es nicht fährt. Das Raumkonzept ist gestaltet fürs Zusammensein. Wir wollten eine textile Landschaft schaffen. Wie mein Wohnzimmer, das ich unterwegs dabei habe. Ein User Interface ist nicht unbedingt ein Display oder Knöpfen. Ein User Interface ist für mich was, was du fühlen kannst. Das Auto wird auf bestimmte Situationen reagieren und genau die richtige Lichtinszenierung oder Sound oder UI anbieten können. Für mich ein Auto ist eine hochkomplexe Klang- und Kunstinstallation, mit dem wir uns emotional ausdrücken können. Ich versuche, Designsprache im Klang zu übersetzen. Bei den Materialien setzen wir auf Nachhaltigkeit. Wir sind chromfrei, lederfrei, Fokus auf Verwendung von Rezyklaten. Bestimmte Zonen sind eher auf dem Fokus Klimaaktivität und andere sind eher funktional gestaltet. Das finde ich super. Wenn wir eine neue Raumerfahrung generieren wollen, nach dem Motto Creative Use of Space, brauchen wir auch einen Bezug. Wir haben gesagt, das ist der Raum, den ich für mich brauche, für mich, für meine Freunde, für meine Familie. Der nächste Schritt war wirklich, eine Linie drumherum zu zeichnen. Für mich war es extrem wichtig, dass wir ein Modell bauen, das diesen Raum beschreibt. Wir nennen das Spantenmodell. Hätte das nicht geklappt, hätte ich es zu Hause auf der Terrasse auch mit Latten nachgebaut. Grundsätzlich war die Frage, wie geht es jetzt eigentlich weiter?
Der Corona-Shutdown war schon ein Riesenproblem für uns, weil die Lieferanten in Kurzarbeit waren. Wir konnten Materialien nicht zu Ende entwickeln. Und plötzlich müssten wir alle Homeoffice machen. Ich habe noch nie vorher so lange auf einen Bildschirm gestarrt. Das große Problem an Corona war, dass niemand wusste, wie und ob wir weitermachen. Als die Entscheidung kam, dass wir das Projekt virtuell weiterfahren, war ich froh, dass wir weitermachen, aber gleichzeitig auch extrem enttäuscht, weil wir wollen es doch erleben. Ich hätte nichts lieber getan, als mich hinten einfach mal reinzuflezen. Der Lockdown hat uns andere Arbeitsweisen aufgezwungen, aber gefühlt hat das eigentlich die Effizienz des Teams sogar noch verbessert. Wir hatten auch Sachen schon bestellt, zum Beispiel ein Objekt, was man in die Hand nehmen kann, 3D gedruckt. Und dieses kann ich nutzen, um die verschiedenen Momente auszuwählen. Dieses Objekt ist für uns die Schnittstelle zwischen dem Analogen und dem Digitalen. Der Mini-Vision Urbanaut kann sich anpassen an die Situation, wo ich gerade bin. Und das geht dann Richtung Felgen, Richtung Scheinwerfer, Windschutzscheiben. Es soll keine Grenze da sein zwischen Exterior und Interior. Das erste Mal haben wir Soundscape umgesetzt. Zum Beispiel in den Chill-Moment haben wir Klänge aus der Naturwelt im Fahrzeug gebracht. Und dadurch lösen wir diesen Abstand zwischen Außen und Innen. Ein User Interface ist nicht unbedingt ein Display. Ein User Interface ist für mich, was du fühlen kannst. Ein User Interface, der präsent ist, nur wenn man was braucht. Du füllst dieses Material und du kriegst eine Antwort, lichtbasiert, und das geht dann wieder weg. Unsere Vision ist, in Zukunft intelligente Materialien zu verwenden, zum Beispiel im Exterior-Lack, der dann Schadstoffe aus der Luft filtern kann. Und das wäre natürlich schon ein Gamechanger. Im Fahrzeug erlebt man gleichzeitig Duft, Materialien, Licht, User Interface und Klang. Die Vision war, eine Kohärenz zu kreieren, eine Kohärenz der Ästhetik, damit, wenn sie zusammenkommen, als eins sich anfühlt. Ich glaube, mit diesem Konzept werden die Leute sehen, was man mit einem Auto in der Zukunft machen kann. Und hier gestalten wir unsere Vision von der Mobilität von morgen. Und vielleicht fahren ist nur ein kleiner Teil davon. Also wenn man den Mini Vision Urbanoid betrachtet, dann ist es Konzept mit Licht, Sound und Duft wie eine eigene kleine Atmosphäre, meine Oase. Das Einzigartige ist, dass wir einen kompletten Raum anbieten. Wenn wir Nachhaltigkeit aus einer persönlichen Perspektive betrachten, bietet der Urbanaut natürlich wahnsinnige Möglichkeiten. Ja? Das ist ein Rückzugsort, eine Oase, wie wir sagen. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz besonderer Aspekt. Natürlich ist der Mini Vision Urbanaut ein Fahrzeug, aber es ist viel mehr. Es ist die Idee einer möglichen Zukunft. Was die Menschen schon merken, ist, dass das Automobil mehr sein wird, anders sein wird. Es findet ein Wandel statt, und diesen Wandel zu gestalten, ist unheimlich spannend. Hi Paul. I have some questions for you. Talking about iconic design, what do you think? So iconic design for me is to do with purity, simplicity, the skill of understanding proportion and scale, keep it simple, straightforward, function, form, ergonomics. That's what I like. How does design work now in comparison to when Mini was born? Yeah, that's interesting. When Mini was born, it was born out of a crisis. And there was no waste around that car, right? It was really the minimum of the minimum. And it's still that what's part of our claim, the minimal footprint. The term sustainability didn't exist at that time, but it was sustainable. The initial concept of the Mini, when it was first designed, was genius, because it was a car for modern times. So it was a very practical car. It was very simple in terms of its design for cities that were growing.
Oliver, how do you face sustainability challenges in the car industry? One of our biggest influences in design development is sustainability. There is no future without sustainable materials because it's affecting every little screw within a car. So how do we treat resources we do have? Which materials will we have in the future cars? Therefore, we do have our new Mini Vision Urbanaut, where we are having materials that are entirely recycled, for instance. In the team, we are talking about a mindset and not just about a specific material. And therefore, it's not just a design approach what we are talking about in the future, it's the approach of an entire company. How do you face sustainability challenges? Well, I think the importance about sustainability is the fact that we should all be conscious of it. We should all be conscious that we waste so much. And sustainability for me has been a very natural thing. We use recycled packaging, we don't use any fur. So we work hard at sustainability. How could fashion design and car design be combined? It's my job to provoke, it's my job to say, Why don't we try that? What about this? What about making the jacket inside out? Same with the car. You know, I think I can probably go to the factory, respect the history of the Mini, but maybe turn it on its head. So the wheels will be at the top. No, I'm joking. Me personally, I think since our brands are pretty close together, I believe we need to do something together. Let's do a collaboration. I hope so, which would be fantastic. The clear monolithic shape of the exterior is ideal for color and trim. The exterior color zero gravity really nicely switches from a greenish metallic to an almost gray metallic color. And so this makes the vehicle look very, very modern and almost technical, but at the same time, it looks very harmonious and warm, and that fits the character of the car perfectly. The special feature of the Mini Vision Urbanaut is the textured paint. It almost looks raw and porous, open pore, and feels like a material itself than being painted, and that makes it very, very unique looking. This functional pattern of the Mini Vision Urbanaut create a very nice feel on the side of the car, for example, where the pattern goes as a gradient from the body through the window to the roof. And it really creates like a connection between the inside and the outside of the car. The patterns give a possibility or a perfect possibility to look outside, but at the same time, the interior remains very light and gives a sense of privacy to the people inside. The materials in the interior of the Mini Vision Urbanaut underline a very home-like character. So the predominant material that we used in the interior is a knitted textile that gives it a lot of warmth and comfort and coziness. Also, the color of the materials adapt to the different associated areas in the car. That makes it very lively and personal. For example, we use darker tones and darker shades of green in the back of the car that gives the interior, where the interior is more like a shelter, and then it kind of like changes into the lighter, brighter colors in the front, where we find the dashboard and the day bed, and there we have very cheerful light colors like the yellow tones, and it open up to the front of the car.
In the front of the vehicle, we designed like a combination out of a dashboard, but also like a daybed. So that makes it very usable. So the dashboard can lower, and then you have like you can open up the front of the car, have a lot of light in there, and at the same time you can relax in the front. And according to that, we also chose our colors, like very bright and light. Also in the interior, we show the next step of illumination and backlighting. Therefore, we use like knitted fabrics again that we backlight. For example, in the back, on the arch or above the arch, we show different illuminations to create an atmosphere, and you can choose between three different scenarios. And in the front, it conveys information that you need for driving that are placed in the belt wrapping around in the front of the car. My visual highlight of the car are the wheels. We designed them to be transparent, and we chose a stunning color. It's named Ocean Wave, and it really reminds you of like a turquoise water and sea. It's very beautiful. At the same time, the shape of the wheel reminds you of skateboard wheels that hint on the perfect handling of the car, but also on the non-conformist twist of Mini. So that's very, very, very beautiful. Then if you go more detailed into the threads of the wheel, so you find like the patterns, like a union jack patterns that basically give a hint to our Mini heritage very nicely. And the wheels are lit, so they're lit from inside of the material, and the outside of the wheel is used for communication, for outer communication, and also plays all those three different character modes of the car. The Mini Vision Urban Out is characterized by a responsible mindset. So by creating that vision for the vehicle, the designers really thought about what kind of materials and technology we use to really reduce complexity of the car and at the same time emphasize the character. For example, in the interior, we use recycled materials in the knitting. And those we use, for example, for the arch and like the flooring material and the sides of the interior. For example, for like the more comfort zones, for seating, we use natural materials because they have the ability a little bit more to for climate function, acoustic function, and for coziness. So, and there we of course make sure that they can be exchanged, for example, so they can be reused later as well. And a very nice example is, for example, the daybed in the front. This is the cover of the daybed you can take off and exchange, and we created this really cute mini-like zipper, and also with a color accent there. So, and that hints that those things are you can just take out and exchange easily, and that all kind of fits into the sustainability concept of the vehicle.